Liebe Schwestern und Brüder, nicht nur die Feier der Schutzengel, die die Kirche heute begeht. Überhaupt darüber nachzudenken, wie das ist mit dem Schutzengel. Vielleicht gibt es den einen oder die andere, der oder die als Kind morgens, so wie ich das von meiner Mutter gelernt habe, das Schutzengelgebet gesprochen hat. Oder eines der vielen, die es gab. Heiliger Schutzengel mein, lass mich dir befohlen sein. Das konnte man sich gut merken. Ich glaube, wenn man heute Gotteslob blättert, muss man lange blättern in den vielen Seiten, man wird nicht fündig. Auch das Lied, das wir am Beginn gesungen haben, ist textlich, so sagen das natürlich die Macher, verbessert. Das ist etwas ganz Merkwürdiges, weil wir haben ein wenig in diesen ganzen Reformen die Schutzengel in die Kitschecke des 19. Jahrhunderts gedrängt. Wir erinnern uns dann vielleicht an die Nazarenerbilder, die früher auch über den Betten hingen, die man heute auf den Flohmärkten erwerben kann. Die kosten inzwischen wieder etwas. Und wir meinen, das sei alles so eine etwas kindliche oder oft genug kindische Frömmigkeit des 19. Jahrhunderts, etwas für ganz Kleine oder für ganz Alte. Erstaunlich ist, wenn man bei ganz unverdächtigen Kundigen liest, etwa bei Jean Danielou, dass es Kirchenväterlehre ist. Der große Basilius etwa schreibt, unter den Engeln sind einige Vorsteher der Völker, andere Gefährten der einzelnen Gläubigen. Dass jeder Gläubige einen Engel hat, der ihn als Erzieher und Hirt leitet, so Basilius, ist Lehre des Mose. Das ist ein jüdisches Erbe, liebe Schwestern und Brüder. Und ich könnte jetzt ganz viele große Namen nennen. Der Barnabas, der Hirt des Hermas, Clemens von Alexandrien, Origenes, die ältesten Zeugen kirchlicher Lehre. Sie alle sprechen davon. Man staunt, wie eine solche Entsorgung stattfinden kann, denn Jesus spricht ja selber davon. Wir haben das eben im 18. Kapitel bei Matthäus gehört. Dass es einen persönlichen Gefährten gibt, den Gott uns an die Seite stellt, den wir brauchen. Oft genug sind wir in der Situation des Kampfes. Natürlich, wenn man nicht mehr kämpft, braucht man auch keinen Schutzengel. Wenn man nicht mehr glaubt, wovor soll er einen bewahren? Vor Unglauben, den haben wir lange. Im Kampf haben wir kapituliert. Wozu den Schutzengel? Die Sünden reden wir schön. Wozu einen Schutzengel? Wozu zu ihm beten? Wozu sich unter seinen Schutz stellen, wo der Name Gottes in ihm lebendig ist, das heißt, Gott selber gegenwärtig ist in seinem Buch. Für jeden und jeder Einzelnen, so wie es im Tagesgebet im ersten Satz heißt, du sorgst für alles in Liebe, was du geschaffen hast. So sorgt er für jeden und jede von uns mit einem persönlichen Engel. Die Kirchenväter denken darüber nach, wann gibt es denn diesen Schutzengel? Bei der Taufe erst oder schon bei der Geburt? Und sie stimmen überein, dass es bei der Geburt des Menschen einen Schutzengel für jeden gibt. Dass er aber in der Taufe noch einmal eine besondere Aufgabe hat. Im ostkirchlichen Taufritus heißt es über den Täufling, erstelle dir einen machtvollen Engel zur Seite, der dir die Reinheit der Taufe und die Gnade der Taufe bewahrt. Vielleicht ist dieser Tag erneut ein Impuls, dass wir morgens nicht vergessen, uns vielleicht mit einem kurzen, einem Bekannten oder einem Gebet, das wir noch finden müssen, uns an diesen persönlichen Gefährten zu wenden, dass er uns beschützt, dass er uns hilft, unseren Tag zu bestehen und damit all die Tage, die wir gerufen sind, als Christ zu leben.